Heute habe ich Lust, mal wieder ein Video zu machen in der Reihe Kochen mit MK. Und zwar hatte ich Bock, mal was Italienisches zu kochen, in dem Fall Spaghetti Carbonara und soweit ich weiß, auf die wirklich echte italienische Art und Weise und zwar ohne die Sahne, wie viele das einfach machen und in dem Fall halt ohne. Und seitdem ich das auch weiß, würde ich es auch nie mehr anders machen. Möchte aber trotzdem keinen Italiener zu nahe treten, die machen das bestimmt noch tausendmal besser. Aber ich glaube, ich kann auch ganz gut kochen und bisher hat es doch ganz gut geschmeckt und hat Lust, das mal ein bisschen festzuhalten. Es ist ja verhältnismäßig einfach. Ja, es sind jetzt nicht tausend Sachen, die da reinkommen, ganz im Gegenteil. Und in meinem Fall mache ich das allerdings zum Beispiel mit einem Chicken Bacon, weil ich esse nicht so gerne Schwein, wenn es nicht sein muss. Das ist aber jedem selbst überlassen. Das klassische Italienische wäre natürlich mit einem guten italienischen Speck oder so. Und ansonsten das Rezept, was ich mal im Ursprung irgendwann hatte, habe ich natürlich irgendwann mal abgespeichert dann im Kopf. Und heute, ich mache so eine kleinere Portion. Das heißt, ich kann jetzt. Also ich habe es einfach auf mich jetzt abgespeckt, auf die Portion, die ich dann gut essen kann. Also das sind jetzt dann auch so ein bisschen, ne, da ist auch so ein bisschen Parmesan noch übrig. Das heißt, es sind jetzt keine genauen Maßangaben. Vielleicht finde ich das Rezept halt wahrscheinlich auf 4 Portionen oder so, die größere Menge dann. Vielleicht blende ich das noch ein. Ansonsten, ja, man sieht ja, was ich verwende und werde das nochmal ganz kurz so ein bisschen auch natürlich währenddessen dann erwähnen. Da sind wir auch schon in der Küche und wie man hier sieht, sind die Zutaten eigentlich recht übersichtlich. Hier der angesprochene Chicken Bacon. Dann habe ich 2 Zehen Knoblauch, die kommen nachher mit in die Pfanne, werden so mit der Hand zerdrückt und spielen aber dann später keine Rolle. Das ist nur so Geschmack, der gibt ja richtig krass sein Aroma auch ab. Das ist super. Dann Pfeffer, Salz, hier der angesprochene Parmesan, da werden natürlich jetzt viele auch sagen, nein, wie kann das sein? Vorgerieben und so, ja, ich weiß, man sollte eigentlich ein ganzes Stück kaufen und und. Deswegen sage ich ja, das werden viele noch viel besser machen, aber das ist halt jetzt so meine Art. Dann habe ich hier Spaghetti, zum Beispiel De Checco oder wie das heißt, falls ich das falsch ausgesprochen habe, sorry, aber diese gelb-blauen Packung ist auch super, ja, super. Wobei die auch wirklich gut schmecken, auch aus Italien. Dann hier in dem Fall habe ich jetzt 2 Eigelb genommen, eine kleine Flasche Olivenöl steht hier. Das ist auch noch wichtig und ja, das ist so alles, was man braucht. Dann soll es gleich mal losgehen. Dann fangen wir erstmal an mit dem Salzwasser. Das ist wirklich das, soweit ich das weiß, das höchste Gut auch für den Italiener in der Küche. Denn da kommt einiges an Geschmack auch noch mit rein. Und damit wird auch noch gekocht. Also das kommt dann auch mit ins Essen noch rein. Ja? Ein gutes Nudelwasser wird ordentlich gesalzen. Ja? Man muss das gut salzen, damit sich das auch ins Essen dann überträgt. Ich werde auch noch einen Schuss Olivenöl mit reinmachen. Das trägt auch noch mal gut in den Geschmack mit bei. Machen wir einen kleinen Schuss Olivenöl noch mit rein. Und die Nudeln werden nachher nicht abgeschreckt. Ich habe das früher auch falsch gemacht, bin ich ganz ehrlich. So wurde es einem halt irgendwie zu Hause so beigebracht. Nee, das muss man nicht machen. Die Nudeln haben so einen Stärkemantel und wenn du das abwäschst, dann geht das natürlich auch weg und die letztendliche Soße, die ja an den Nudeln eigentlich haften soll, die rutscht dann quasi runter und so, wenn du es nicht machst, ist das viel besser. Und das ist auch dieses Ding, wenn die Leute ihre Nudeln an die Fliesen werfen, die bleiben natürlich nur dann kleben, wenn dieser Stärkemantel auch noch dran ist. So, ich habe jetzt die Abzughaube noch nicht an. Sonst hätte man mich jetzt vielleicht schlechter gehört. Ich werde jetzt hier erstmal einen Deckel drauf machen. Kann das ja erstmal heiß werden. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Und dann machen wir mal den nächsten Schritt. Ich habe jetzt hier eine Schüssel stehen. Da mache ich jetzt 2 Eigelb rein. Jetzt in meinem Fall, ja, ich habe es ja vorhin erwähnt. Und dann werde ich mal sehen,
dass ich hier so ein bisschen Parmesan natürlich mit reinmache. Ungefähr, ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ne? Das muss so eine dickere Masse ergeben, ja. Das kann richtig, da kommt natürlich gleich noch ein bisschen Salz und Pfeffer auch rein, sogar ein bisschen mehr. Das kann richtig so eine schön heftig feste, wie man sieht, ne, richtig schöne feste Masse werden, weil sich das ja danach eh wieder alles auflöst und das ist super. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen Parmesan aufheben, den man dann am Ende auch drüber streut. Am Ende pfeffert man auch noch mal ein bisschen frisch über die Nudeln dann rüber. Ja, und dementsprechend ergibt das dann einen geilen Geschmack. Wobei ich sagen muss, ja, Salz ist natürlich so eine Sache auch. Ne, du hast ja auch den Speck und so, das ist ja alles schon recht salzig. Ich finde, man muss jetzt nicht so krass übertreiben. Aber das ist dann auch wirklich jedem selbst zu überlassen, wie man es halt gerne mag. Ne? Und was man immer machen kann, man kann immer noch nachwürzen. Immer besser, als wenn man zu viel hat. Das ist ja logisch. Aber auch das sind Fehler, die ich früher auch gemacht habe. Wie viele andere wahrscheinlich auch. Früher dachte ich immer, viel hilft viel und so heiß wie möglich. Und eigentlich ist es genau das Gegenteil. So, das ist schon mal soweit fertig. Kann man erstmal zur Seite stellen. Der angesprochene Chicken Bacon. Ich lege das jetzt mal alles so übereinander. Wie ordentlich und klein man sich das schneiden will, soll sich auch jeder selbst überlegen. Ich bin da immer so ein bisschen auf der, es sei denn, man würde jetzt für andere noch richtig kochen, dann macht man sich noch ein bisschen mehr Mühe, finde ich. Aber ansonsten nicht eher so auf der gröberen Seite. Der schmeckt wirklich super, komplett chicken. Da bin ich ein echter Fan von. Und ja, geht recht schnell. Jetzt habe ich hier die angesprochene Knoblauchzehe auch schon geschält. Das machen wir einfach so. Ja, mit den Handballen. Kann man nicht abrutschen, ist schon ein bisschen glatt hier. Fertig. Na, ach, über die Kamera hinweg in dem Winkel ist das gar nicht mal so einfach. Aber das ist schon okay. So. Genau, und dann kommt es in die Pfanne. Wie man sehen kann, das Wasser kocht und ist auch ein bisschen was daneben gelaufen. Deckel. Ja, ich habe mir jetzt 250 Gramm etwa Nudeln genommen. Ich drehe das jetzt auch mal gleich mal ein bisschen runter, das ist mir zu heiß. Schön kochen. Ja, wer das so al dente mag, das sind ja alles so Sachen. Die muss man sich selber überlegen. Ich mag es eigentlich lieber, wenn man die einfach natürlich nicht überkocht. Ja, aber die müssen jetzt auch für mich jetzt nicht so heftig frischfest sein. Ich mag die schon recht weich. Aber das ist halt wirklich unterschiedlich. Ich stehe hier mit so einer Einmal-Wegwerf-Kochschürze. Ich ziehe auch immer ein anderes T-Shirt an. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich hasse das, wenn meine Klamotten, die ich sonst am Tag trage, dann nach Küche stinken. Wenn man also kocht, das ist ja, das gehört halt dazu. Aber ich mache das immer so, dass ich das dann gehe. Und jetzt stelle ich mir am Herd noch Zeit ein, der sich dann nicht zu lange, aber ich werde es dann immer probieren. Aber das alles selbst erklären, das ist klar. So, dann gehen wir mal rüber zur Pfanne. Ja, dann machen wir mal die Pfanne heiß. Und da ein bisschen Olivenöl. Lass es erstmal schön heiß werden und dann drehe ich wieder ein bisschen runter. Ich mache das immer so, ich mache, wenn es Zwiebeln sind oder egal was, lege ich immer mit rein. Wenn es dann so anfängt, hier so zu brutzeln, weiß ich, okay, es ist heiß genug, kann dann wieder runtergehen. Richtig gute Köche brauchen das natürlich nicht, das ist klar. Aber ich bin ja auch kein richtiger Koch. Aber ich habe Spaß am Kochen. Zum Kochen gehört halt auch Leidenschaft. Man darf das nicht so als, ah, oh, das ist nervig, sondern man muss richtig Bock drauf haben. Ich denke, die Italiener auch und wie andere Kulturen kochen halt, wenn sie es gerne machen, wirklich mit Herz.
Leidenschaft und dann hast du halt auch mal noch was ganz anderes, was damit reinfließt. Als wenn du jetzt denkst, oh, ich muss das abarbeiten, du hast eigentlich gar keinen Bock drauf. Das ist natürlich dann nicht so toll. Naja, ich warte jetzt mal noch einen Moment und dann machen wir den nächsten Schritt. Wenn man erkennen kann, geht es los. Es ist jetzt noch nicht 100, wie sagt man, total am Kochen, aber es ist schon so, das erste Wurzeln ging schon los. Wenn die Abzugshaube jetzt aus wäre, würde man es auch hören, dass man direkt merkt, man riecht natürlich sofort den Knoblauch, wie er schön seine, ja, den ganzen Geschmack abgibt. Und ich drehe jetzt auch direkt runter, damit das nicht zu heiß wird. Und dann kann das ruhig so ein bisschen, erstmal wird da ein bisschen Wasser natürlich auch rausgehen, quasi ein bisschen köcheln. Und dann wird es noch ein bisschen bräunen. Auch das muss jeder machen, wie er es halt gerne mag. Wie man hier jetzt sehen kann, nehme ich mir schon mal einen Schluck von dem Nudelwasser raus. Damit werden wir nämlich noch in der Pfanne ein bisschen kochen. Das stelle ich mal zur Seite. Wie man sehen kann, ist das meiste Wasser jetzt schon raus. Es ist auch so eine leichte Bräune schon entstanden. Hier auch. Ich finde, für mich reicht das eigentlich schon fast. Mein Geschmack. Wäre natürlich perfekt gewesen, wenn jetzt die Nudeln schon fertig gewesen wären. Hätte man sofort weitermachen können. Da ja Carbonara auch wirklich ein Gericht ist, was man ganz frisch, also sofort anrichtet und man nicht noch ewig wartet. Aber es ist halt jetzt so. Ich nehme jetzt die Knoblauchzehen schon mal raus. Wie gesagt, die waren nur für den Geschmack. Und das riecht wirklich gut, also das muss man echt sagen. Super lecker. Oh, der ist weggeflogen. Eis, ja. Vorsicht nicht. Naja. Mensch, der will nicht. So, ja doch. Genau so lasse ich das. Finde ich, sieht ganz gut aus. Jetzt stelle ich die Pfanne erstmal zur Seite. Und dann geht es weiter, wenn die Nudeln soweit sind. Die Pfanne ist wieder warm. Die Nudeln sind aus dem Wasser raus, nicht abgeschreckt. Wir kippen das Nudelwasser mit rein. Wir werden das jetzt erstmal ein bisschen vermengen. Je tiefer die Pfanne ist, umso einfacher geht das natürlich. Und dann könnte man jetzt die Pfanne vom Herd nehmen. Ich drehe einfach den Herd runter. Und jetzt rührt man, rühren, ja, naja. Jetzt macht man erstmal diese Eigelbmasse noch mit rein. Mensch, die ist wirklich ganz schön dick. Flüssig. Wollen nichts verschwinden. Muss jetzt auch nicht zu hektisch werden. Ja. Das klappt schon alles. Mensch, ey, wenn ich den, wie es immer heißt, wenn man Berufsfernsehen hätte quasi. Finde ich wirklich sehr gut. Ja, dann werde ich mal den Teller anrichten. Dann sehen wir uns nochmal zur Geschmacksprobe. Ich sag mal so, das sieht echt gut aus, ne?
Parmesan drüber, Pfeffer und los geht's. Na dann, probieren wir das Ganze mal. Schöne dicke Nudeln. Ja, die sind super aufgegangen. Und das ist natürlich der Moment, wo man mir glauben muss. Aber ihr könnt mir ruhig glauben, dass es wirklich super schmeckt. Und ja, dieses Überladene mit Sahne und sonst, keine Ahnung, was die da noch manchmal alle möglichen Leute reinmachen, weil man denkt, das wäre so. Habe ich früher auch mal gemacht, aber überhaupt kein Fan mehr davon. So ist es für mich wirklich die klassische Art und Weise. Und ja, wenn man das so genau betrachtet, ja wirklich keine Riesensache, ne? Ich werde gleich noch in Ruhe weiter essen. Macht sich natürlich mal schlecht vor der Kamera. Entschuldigung. Ich mache heute noch was, wenn ich schaffe. Und zwar einen Nachtisch. Bekanntes italienisches Dessert. Was wird es wohl sein? Das muss natürlich dann eine Nacht im Kühlschrank stehen. Deswegen kann ich es heute schon mal vorbereiten und dann morgen das Endergebnis zeigen. Mit schön durchzieht und fest wird. Aber ja, gerne kommentieren, gerne Daumen nach oben geben, wenn man möchte. Und berichten, ja? Falls man das auch schon gemacht hat, wie man es gemacht hat, was weiß ich. So finde ich es echt super. Hier nochmal so ein Blick. Es sieht nicht nach viel aus, ne? Das ist klar, aber es schmeckt einfach geil. Auch der Knoblauch, ne? Das Salz, Pfeffer, ganze Zusammenspiel. Der Geruch, ne? Das ist... So stelle ich mir italienisches Kochen vor. Das war es erstmal soweit. Kochen mit MK, eine neue Folge. MK ist raus. Bis zum nächsten Mal.